jetzt die allerheutigsten Kriege. Ich wollte das eigentlich nicht auflösen. Ich löse es jetzt direkt mal auf, weil ich glaube, es klärt so ein bisschen zur Diskussion, die gerade war, bei. Und zwar stammt das Zitat aus dem Essay über die goethische Theaterarchitektur, bis heute schon mal ganz kurz angesprochen wurde, wo Hack sagt: Den Schriftstellern meines Landes ist dieser Umstand nicht entgangen, wie auf manchen alten Wahlstätten später noch kämpfende Geister sich sehen lassen, kämpfen die Geister der DDR-Literatur auf den napoleonischen Schlachtfeldern ihre allerheutigsten Kriege aus. Womit sozusagen diese Folie der Historisierung, die Hack vollzieht, die auch die Romantiker vollzieht, so ein bisschen angesprochen wird. Die allerheutigsten Kriege, Peter Hacks im literarischen Feld der DDR, 1976-77. Wer fortan über die Ruheplätze der deutschen Literatur den Weg nimmt und zufällig über Friedrich Schlegels Grabstadt wandelt, sollte ihm, um des Rechten und der Rechenschaft willen, kräftig auf die Hand treten und nicht dulden, dass er seine widerlichen Leichenfinger mitten in die höchst lebendigen Tätigkeiten unserer Literatur hineinsteckt. So lautet der letzte Satz der Rede, die Peter Hacks am 1. Juni 1976 vor der Sektion Dichtung und Sprachpflege der Akademie der Künste unter dem Titel Der Meineid-Dichter gehalten hat. Der Angriff auf Friedrich Schlegel markiert einen Umschlagpunkt in Hacks Auseinandersetzung mit der Romantik, die ihm fortan als zentrale Metapher für den ästhetischen wie politischen Niedergang diente und welche er in immer neuen Anläufen als Gegensatz zu seiner eigenen Position definiert. Zwar hatte sich schon der junge Hacks mit der deutschen Romantik und ihrer Stellung zur Klassik beschäftigt und auch in Texten der 50er Jahre finden sich ganz der Zeit gemäß ästhetische Abgrenzungen zu dieser. 1976 aber war die Romantik in Hacks Augen nicht mehr nur ein historisch-literarisches Phänomen, sondern eine höchst aktuelle Erscheinung des literarischen Lebens der DDR. Eine Welle, so Hacks im März 1973, die mehr wegzureißen drohte als bloß die Dämme einer dogmatischen Kulturpolitik und auf die zu reagieren Hacks sich deshalb regelrecht gezwungen sah, wie er im Februar 1977 rückblickend erklärte. Ich will im Folgenden versuchen, Ihnen auseinanderzusetzen, wie die Chiffre Romantik in Hacks Denken funktioniert, was seine Beschäftigung mit der Romantik motivierte und wie sie sich konkret gestaltet. Dafür werde ich mich im Wesentlichen auf Hacks literarische Handlungen im Jahr 1976 konzentrieren und Ihnen am Ende einige Antworten auf die Frage, warum Hacks mit seinem Anliegen, die romantischen Denkrichtungen zurückzudrängen, scheiterte. Mit dem Angriff auf Friedrich Schlegel reagierte Hacks auf eine andere Rede, die das Jahr 1976, das sich auch als das Jahr der Romantik-Auseinandersetzung beschreiben lässt, gewissermaßen einleitet. Am 24. Januar hatte Franz Fühmann anlässlich des 200. Geburtstages von E.T.A. Hoffmann vor der Akademie der Künste gesprochen. In seiner Rede schilderte Fühmann sein Romantikerlebnis, das weit mehr sei als nur ein persönliches Bildungsproblem, sondern ein, Zitat, unübersehbar hervortretendes Bedürfnis vieler. Und Fühmann erklärte E.T.A. Hoffmann zum weltliterarisch unersetzbaren Bestandteil des sozialistischen Erbes. Die Literatur Hoffmanns habe Modelle neuer Erfahrung geschaffen, welche in ihrer Gespensterhaftigkeit die Epoche des aufkommenden Kapitalismus realistisch spiegelten und den Erfahrungen der Selbstentfremdung des modernen Individuums wie auch des Künstlers weitaus angemessener seien als die von Goethe unterbreiteten ästhetischen Lösungen. Die Modelle der Romantik seien aber nicht nur von literarhistorischem Interesse, wie Fühmann erklärte. Sie besäßen angesichts einer gespenstischen Alltagsrealität und der, Zitat, Verknäulung des Einzelmenschen in Umstände, die er nicht geschaffen habe, vielmehr auch in der DDR-Gegenwart des Jahres 1976 noch Aktualität. Schon Fühmanns einleitende Worte, meine Damen und Herren, verehrte Freunde und Gegner, zeigen, dass es sich keineswegs um einen normalen Vortrag über einen Dichter handelt. Die Gegner verweisen vielmehr auf den streitbaren Charakter der Rede, die wiederum auf die seit Anfang der 70er Jahre im literarischen Feld stattfindende Auseinandersetzung über die Grenzen des literarischen Kanons und die Rezeption der Romantik verweist. Vor allem in der Zeitschrift Sinn und Form war es im Zuge der liberalisierten Kulturpolitik unter Erich Honecker zu kontroversen Debatten über die Beurteilungsmaßstäbe von Literatur und den Status des klassischen Erbes gekommen. Die Romantik stellte für Autoren wie Franz Fühmann, Stefan Hermlin, Günter Kunert, Christa Wolf und andere einen Gegenentwurf
zur hochgradig kanonisierten deutschen Klassik dar und diente in Gestalt der Romantikerbiografie, also der Lebensläufe der historischen Romantiker, als reflexive Projektionsfläche für die Probleme des Individuums und des intellektuellen Sozialismus. Die Romantik fungierte solcher Art als historische Folie für eine literarische Kritik der Verhältnisse in der DDR, die in der Literatur der 70er Jahre vielfach als entfremdet und deformiert geschildert wurde. Mit ihr formierte sich eine wahrnehmbare und gleichzeitig diffuse ästhetische Opposition. Als einer der Gegner musste sich Peter Hacks angesprochen fühlen. Denn die einsetzende Revision des literarischen Kanons wertete nicht nur Goethe ab, den Hacks als zentrale Referenzfigur innerhalb seiner Klassikkonzeption produktiv zu nutzen wusste. Eine Abwertung des Klassischen musste auch Hacks eigene ästhetische Position untergraben. Dass Hacks sich durch Fühlmanns Rede provoziert fühlte, steht außer Zweifel. Noch in dem kurz vor seinem Tod verfassten Essay zur Romantik heißt es, Fühlmanns Absicht war nicht, der Romantik zu ihrem Recht zu verhelfen. Er wollte die Romantik an die Macht. In seiner Rede verurteilte Hacks Friedrich Schlegel als den, Zitat, Erzvater der deutschen Dekadenz und Erfinder der Romantik, der durch die Vermischung der Gattungen und die Hervorhebung des Fragmentarischen eine, Zitat, auf dem totalen Nihilismus fußende Ästhetik begründet habe. Diese lasse sich, so Hacks im anschließenden Gespräch in der Akademie, als ästhetische Richtung auf ihrem Weg durch die Literaturgeschichte bis hin zum frühen Brecht und darüber hinaus verfolgen. Hacks folgt in seinem Romantikbild Heinrich Heine, Franz Mehring und Georg Lukács. Das heißt, er definiert die Romantik als Gegensatz zur Klassik und verurteilt sie als ästhetisch ungenügend und politisch reaktionär. Unser Hinweis auf den antirealistischen, subjektivistischen und utopistischen Charakter der Romantik, der eine notwendige Bewegung von der Negation zur Affirmation der Gegenwart vollziehe, löst Hacks den literarhistorischen Epochenbegriff Romantik auf und definiert Romantik als, das hatten wir gerade schon einmal, typologischen Begriff. Der biografische Weg Friedrich Schlegels vom radikalen Republikaner zum Verteidiger der Monarchie, von links nach rechts, wird so zur, fast möchte man sagen, klassischen Bewegung der Romantik an sich. Wer mag, darf an dieser Stelle an Joschka Fischer denken. Damit bestimmte Hacks die Romantik als überzeitliche Geisteshaltung eines diffusen Aufbegehrens, als, Zitat, zornige Spielart des Nicht-Begriffen-Habens und dementsprechend aktuelles Phänomen im literarischen Leben der DDR. Schon Günter Rücker war im Anschluss an Hacks Rede aufgefallen, es geht auch gar nicht um Schlegel, habe ich das Gefühl, sondern es geht um den Schlegel im Jahr 1976. Hacks Ablehnung der Romantik ist grundsätzlich. Als nicht formbewusste Kunst, die sich ästhetisch nicht über die Gegenwart erhebe, sondern aus ihr ableite. Als Kunst, die sich damit begnüge, das Bestehende zu benennen und die Ungerechtigkeiten ihrer Zeit der grundsätzlich mangelhaften Verfasstheit der Menschheit anzulasten, erkannte Hacks in der Romantik die ästhetische, politische und philosophische Antithese zu seinen eigenen Bemühungen um die Etablierung und Durchsetzung einer sozialistischen Klasse. Während Hacks die Unzufriedenheit mit der allgemeinen politischen Lage in der DDR zu Beginn der 70er Jahre mit Autoren wie Franz Fühlmann durchaus zu teilen scheint, unterscheidet er sich in seinen Schlussfolgerungen deutlich. Einerseits besteht Hacks grundsätzlich auf dem Glauben an die Menschheit, Klassik, das ist Anthropodizee, also Rechtfertigung des Menschen als Gattung, heißt es in dem im Februar 1977 verfassten Vorwort von Lyrik bis Mütterwurzel. Andererseits lasse sich auch in schlechten Zeiten Kunst mit langem Vorgriff machen, solange man die eigene Gegenwart nicht für die Ewigkeit hält. In Anlehnung an Goethe beschreibt Hacks seine eigene Haltung gegenüber den Verhältnissen in der DDR unter Erich Honecker als eine der fröhlichen Resignationen, worunter er bei Aufrechterhaltung der Utopie, ein Begriff, den Hacks gleichbedeutend mit Ideal verwendet, die Anerkennung der Tatsache versteht, dass sich, Zitat, in der konkreten Welt die Dinge nicht nach Belieben einrichten lassen, sondern dass sie sich nur innerhalb der gesellschaftlich gegebenen Möglichkeiten einrichten lassen. Aber zu Hacks Rede. Wer war nun der Schlegel im Jahr 1976? Auf wen zielte Hacks mit seiner Polemik? Sie erinnern sich, dass Hacks in dem eingangs erwähnten Zitat fordert,
Man solle Friedrich Schlegel, wenn man an seinem Grab vorbeikommt, kräftig auf die Hand treten. Warum aber schaut Schlegels Hand aus seinem Grab hervor? Hax hat der Meineiddichter Rede einen fremden Text eingeschrieben, dessen Anfang und Ende er zitiert und der die Rede motivisch strukturiert. Es handelt sich um die aus dem deutschen Sagenbuch der Gebrüder Grimm stammende Sage vom falschen Eid. Dass Hax seiner doch ziemlich heftigen Abrechnung mit der Romantik eine Sage, die ja selbst wieder eine romantische Gattung ist, beigesellt, hat schon fast wieder eine ironische Note. Die Sage allerdings ist weniger lustig. Das Ende des kurzen Textes, der von einem meineidigen Bauern handelt, der zur Strafe für seine Lüge vom Erdboden verschluckt wird, sei hier zitiert. Sonst weiß man auch von Meineidigen, dass ihnen die aufgerichteten Finger erstarren und nicht mehr gebogen werden mögen oder dass sie verschwarzen. Auch, dass sie nach dem Tode der Leute zum Grab herauswachsen. Den meineidigen Friedrich Schlegel, so kann man schließen, sind also die Schwurfinger aus dem Grab herausgewachsen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Hax den Vorwurf des gebrochenen Treueeids auf die Verehrung des jungen Schlegel für Goethe bezieht. Auf die Verehrung für das Klassische also, sowie die Abkehr davon durch die Begründung der romantischen Poesie. Der Literaturwissenschaftler Rüdiger Bernhard vertritt die These, mit Schlegel sei Heiner Müller gemeint. Den dramatischen Antipoden, mit dem sich Hax seit dessen Macbeth-Bearbeitung in offenem Streit befand, hatte Hax zu Beginn der 60er Jahre zu seiner poetischen Richtung gezählt und nach Kräften zu fördern gesucht. Müller aber ging seinen eigenen Weg und der führte in Richtung einer offenen Ästhetik. In dem den poetischen Status quo nach der Flucht des anderen Dramatikerkollegen Hartmut Lange abschätzenden Gedicht Die Elbe heißt es, bei den Dionysus geweihten Spielen, wo drei Poeten höchste Mittel wählend, drei volle Tage nach der Palme zielen, ist ein Tag leer und ist ein Dichter fehlend. Mit dem leeren Tag ist Heiner Müller gemeint. Er nimmt an den Spielen nicht mehr teil. In diesem Sinne ließe sich auch Müller als Meineiddichter verstehen, der das gemeinsame Projekt einer sozialistischen Klassik verraten. Hinzu kommt, dass Heiner Müller, den Hax als einzigen ernsthaften Konkurrenten auf dem Feld der Dramatik betrachtete, seit Anfang der 70er Jahre immer erfolgreicher auf den Theatern der DDR agierte und Hax zunehmend den Rang abzulaufen droht. Selbst der Hax-Freund André Müller Senior vermutet, dass Hax Müller den Erfolg auf den Bühnen neidete. Zumal Hax sich mit vielen Inszenierungen seiner eigenen Stücke unzufrieden zeigte, sich gegenüber dem neuen, vom Regietheater inspirierten Inszenierungsstil polemisch verhielt und mit Regisseuren wie Benoît Besson überwarf. Wäre der Angriff auf Müller in diesem Kontext nicht nachvollziehbar? Es mag durchaus sein und scheint auch einleuchtend, dass Hax mit Schlegel auch Heiner Müller gemeint hat. Mitgemeint, besser gesagt. Die These Rüdiger Bernhards, Hax betreibe mit seinem Angriff auf Schlegel Camouflage und erwecke nur den äußerlichen Eindruck, sich mit der Romantik zu beschäftigen, während er sich in Wirklichkeit aber doch ausschließlich mit Müller beschäftige, scheint mir aber ein bisschen gewagt. Sie blendet nicht nur aus, dass die eigentliche ästhetische Erledigung Müllers schon in dem 1975 verfassten Essay über das Revidieren von Klassikern vollzogen worden war, in dem Hax die müllersche Materialästhetik als Vampirismus abqualifizierte, sie ignoriert auch, dass Hax seine aktualisierende Interpretation des Klassik-Romantik-Schemas bereits im Dezember 1975 anlässlich der Interpretation von Goethes Tasso vorgeschlagen hat, ohne dass ein deutlicher Bezug zu Heiner Müller erkennbar gewesen wäre. Zu guter Letzt lässt Bernhard auch außer Acht, dass es eben Franz Fühmann war, auf den Hax in seiner Rede reagierte. Was nun provozierte Hax an Fühmanns Rede? Hax ging 1976 trotz aller Probleme von der Annahme aus, dass die politische Frage, also die Frage des Sozialismus in der DDR, grundsätzlich geklärt sei und jeder weitere Fortschritt evolutionär erfolge. Daraus leitete er die Möglichkeit einer ästhetischen Debatte ab, die sich nunmehr auf die Frage konzentrieren könne, Zitat, was die Kunst will, ohne ununterbrochen und fanatisch daran zu denken, was der Weltsozialismus will. Die Initiierung der Arbeitsgruppe Dramatik bei der Akademie der Künste ist als Versuch einer solchen Debatte zu verstehen.